Moin moin meine Chibis, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert. Ja, wir widmen uns jetzt hier den guten alten Opi. Ja, wisst ihr ja, Dilo. Oh, hast du drei Prüfungen erfolgreich absolviert? Daher überreiche ich dir hiermit die Geheimrüstung des Meister-Dojos. Also dann, los, komm hier raus! Moment, Rüstung? Es ist ein Pokémon? Hallöchen. Nett dich kennenzulernen. Kuma? Dieses Pokémon ist die Geheimrüstung des Meister-Dojo. Sein Name lautet Dakuma. Er mag zwar sehr klein sein, doch mit dem richtigen Training entpuppt es sich robuste Rüstung, die jeden gegnerischen Angriff standhalten kann. Das Kerlchen verfügt über unfassbares Talent. Es gibt da nur ein Problem. Dakuma ist äußerst schüchtern. Es hat offenbar keinerlei Selbstvertrauen. Doch, vielleicht lernt es in deiner Seite etwas herauszugehen. Deshalb wird Dakuma gerne Obhut geben. Schenke Döne voraus. Meister Maastricht hat die Dakuma vertraut. Kampf. Durch rigoroses Training perfektioniert es seine Kampftechniken. Diese bestimmen, welche Form Dakuma nach der Entwicklung annimmt. Joa. Lass mir überlegen. Ich weiß, du müsstest eigentlich was anderes sein, aber ich nenne es jetzt mal Sammy, auch wenn du null schüchtern bist. Gegenüber zu mir. So. Bitte ist ab. Na, das ist, glaube ich, doch nicht so gut. Angriff runter, Verteidigung rauf. Nee, ich würde meinen, das ist jetzt nicht so pralle. Ja, gut. Ich glaube, ich versuche mir doch mal ein neues zu holen. Also, bis gleich. Ach, Mann, ey, es hat so lange gedauert, bis ich mein vernünftiges Dakuma habe. Aber jetzt habe ich wenigstens einen. Sammy, ich pack dich mal rein. Und wen packe ich dafür raus? Eigentlich müssen alle so ein bisschen trainiert werden. Chibi, sorry, aber du musst mal kurz raus. Pokémon sammelt Altbox. Gut. Oh, Leute, ey. Das hat zu lange gedauert. Also gut. Ich möchte, dass du gut miteinander auskommst. Dazu müsst ihr lernen, einander zu vertrauen. Dieses kleine Kerlchen hat noch viel zur Welt außer mit Dojos gesehen. Noch viel, nicht viel gesehen. Ist gut möglich, dass Dakuma sich dir einfacher öffnet, wenn ihr zusammen einen Ort mit einer schönen Aussicht auf der Rüstungsinsel besucht. Ich werde ein paar unserer Schüler an solchen Orten positionieren, um euch den Weg zu weisen. Natürlich solltet ihr auch euch gemeinsam kämpfen und campen. So lernt ihr euch nur besser kennen. Oh, und ich weiß ja auch schon, wie ich euch zwei dabei unter die Arme greifen kann. Ab jetzt darfst du auf der Rüstungsinsel das Pokémon an der Spitze deines Teams aus seinem Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen. Bei einem schönen Spaziergang in der frischen Luft kommt es sich gleich wenig näher. Und wenn es hier richtig gefreundet geworden seid, kommt wieder zu mir. Dann können wir Dakumas Abbildung und Kampfkünsten beginnen. Ausbildung. Naja, das Pokémon, was oben vorne ist, kann jetzt rumlaufen. Das hört sich ja interessant an. Yay, Spaziergang! Und da ist auch schon Cyana. Oh, die niedlich! Wie pussig! Cyana! Ja, Schatzi, gib es mal frei. Freedom! Gehört zu Mexiko. Nee. Ja, ich würde es ja schon gerne, nur ich habe ja auch andere Pokémon, die ich ein bisschen mir zutrauen würden muss. Also Remixer, wir beide, wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang. So,
Ist ja auch interessant, dass es wirklich nur der Pokémon ist, was von so ist. Und schau mal an. Zweilot scheint dahin ja immer zu sein, tatsächlich. Ja, kommst du? Oh Gott, Remixer kann gar nicht so schnell laufen. Flattern, meine ich. Entschuldigung. Eieieiei. Dann sollten wir vielleicht mal gucken, was es hier so für Pokémon noch gibt, die ich noch nicht entdeckt habe, Remixer. Ich meine, Dakuma muss auch schnell gelevelt werden. Ich muss noch schnell. Wir können uns ja einfach mal ein bisschen auf Versuch begeben. Zack. Kommst du auch hinterher, wenn ich Fahrrad fahre? Remixer? Ich habe Remixer verloren! Ne, da ist er. Ja, ich bin eine Bitch. Ich fahre mit Fahrrad. Remixer muss mit seinem kleinen Flügel hinterher flattern, ey. Armer Kerl. Das Hasbiro würde ich ja schon gerne mitnehmen. Ja, Hasbiro. Ist ja gut. Level 60. Machen wir Psychokinese. Ja, das war schon nicht schlecht. Nochmal Psychokinese. Ah, Spezialverteidigung sinkt. Okay, heute müssen wir also unser Band mit dem Pokémon verbinden. Also unsere Bindung stärken. Na, ich hoffe, das wird mal was. Komm, Remixer, ich bitte dich. Ja. Supi. Not bad, not bad. Sammy, Aeroas. Joa. Komm, so blick mal raus. Kannst gleich Aeroas lernen. Sehr schön. Perfekt. So, ein bisschen Wasser halten. Und ich mache mich mal auf den Weg. Wenn ich nur wissen würde, wo ich überhaupt schon gewesen bin und wo noch nicht. Was ist das da? Ist das... Könnte auch ein Pummelo 4 sein. Hier ein Schlapper. Da ist ein Dick da. Ich glaube, ich schaue mir noch mal ein bisschen auf der Insel um. Ich muss ja eh jetzt noch meine Bindung verstärken. Du sagst es, Schlappohr. Das ist wahrscheinlich Alex' große Schwester. Huch, was kommt da? Ein Sensekt. Ja gut, das schaffst du, Remixer. Pack ihn dir mit Luftschnitt. Gegen so ein Vieh verlierst du auch nicht, oder? Wunderbar. Mein Gott, hier, Trainingsphase. Papa Nido muss Remixer, Alex und Sammy stärker machen. Pummelhof, lass mich in Ruhe. Ich kämpfe nur gegen... Ich mache die Mimosen-Taktik. Ich kämpfe nur gegen Leute, gegen die ich auch gewinnen kann. Es gibt nicht viele Leute, gegen die ich gewinnen kann. So, dann sollte ich mich mal ein bisschen umschauen. Kleine Radtour wird vielleicht am Abend ganz schön sein. Ich habe eigentlich gehofft gehabt, hier im Dunkeln gibt es noch ein paar mehr Pokémon, die ich noch nicht gefunden habe. Also die vielleicht nachts rauskommen, aber bisher leider sehe ich so wirklich rein gar nichts. Ist ein bisschen blöde. Oh, Bisofunk, gleich weg. Bisofunk ist mir nicht geheuer. Morlord! Kann ich eigentlich auffangen? Ich habe jetzt herausgefunden gehabt, dass gute Mast David ja auch gerne Moloch morgen tut, von daher. Kamalm. Das sind alles so Felino. Das sind alles so Pokémon, bei denen ich leider... Was sind das denn eigentlich? Ach, ein Dummiesel. Ich musste gerade mal überlegen, was ist denn das? Dummiesel habe ich schon lange nicht mehr gesehen gehabt. Schon wirklich lange nicht mehr. So, tschüss, Mann. Pionskora, noch mehr Pionskora. Auch hier das Blümchen-Pokémon aus. Also wie dumm ist es, sich einfach fortbewegen tut? Das sieht so komisch aus. Ein Monera! Putzig!
Aber ich lasse es mal gut sein. Sonst irgendwas Interessantes? Wo war ich denn eigentlich noch nicht auf der Insel? Das ist eigentlich... da ist ein Dick da. 19 Dick da, ey. Die haben auch gelitten. Ich wüsste ja schon gerne, wo ich mal hin sollte. Wuffels. Ich mag dich zwar, Wuffels, aber als Trainingspartner bist du jetzt gerade nicht so geeignet. Ich glaube, ich war tatsächlich hier unten noch nicht. Ja, da drüben war ich zum Beispiel noch gar nicht. Wie komme ich da jetzt am besten ran? Oh, bis dorthin. Beleber. Oh, Felino, du guckst mich ein bisschen dickig an. Ich kann ja einfach mal eben fangen. Wenn du ein Jung bist. Mir fällt es erst jetzt auf, dass Felino einfach so das WLAN-Zeichen auf der Brust hat. Ich sollte mal mehr mal irgendwie bei Flottbälle mehr holen. Ja, das ist ein perfekter Wurf. So, Felino ist auch im Sack. Grimasse. Lass mal gut sein, Sammy. So. Einfach nur aus Prinzip kann ich das ja eben machen. Muss mal kurz gucken. Verteilung rauf, Spezialverteilung runter. Joa. Erstmal mit PC-Box. Ist aber nicht schlecht. Da ist ja halt mehr ein Tank als. Ein Angriff für Ausdauer ist nicht das, was ich unbedingt brauche. Wenn ich wirklich einsetze, komme ich denn hier. Ach. Huch. Warum sieht das Kamal mal eigentlich so komisch aus? Er käme Habs, meine ich. Ich dachte eigentlich, das ist immer eine andere Panzerfarbe. Egal, Krebschor. Ja, da ist der große Bruder. Stange ist dickes Lauch. Ja, ich würde zwar gegen den antreten, aber... Oh, die Dende. Mögen auch viele. Dende ist schon niedlich. Da ist einfach Meryl. Ja, Meryl, hi. Oh, die Leute sogar da hinten. Und Meryl ist super. Hast du, ich glaube, hier hat sie ja schon den Feentyp. So, geht's auch mit Hyperball? Nee. Hydropuppe! Alter! Nein! Komm, Mary, wir gehen in den Pokéball rein. Nee, Mary hat keinen Bock. Aber Mary ist schon niedlich. Das haben wir ja erst heute im Stream gesehen gehabt. Ich habe kaum noch Flottbälle, ey. Eigentlich müsste ich mal nach der Aufnahme wirklich mal zurückreisen nach Gala. Also richtiges Gala. Und mir mal ein paar Flottbälle holen. Sehr schön. Meryl auch gefangen. Ja, ja, ja. Naja, dadurch kriegt ihr auch ein paar Erfahrungspunkte. So, Meryls Runde, Schweifspitze, niemals Art Schwimmring. Sie sind Nährstoffen gefüllt, die fett umgewandelt werden. Ja. Wir haben es ja heute im Stream gehabt, aber... So. Ich kann ja mal gucken.
Speziell für der Grauverteilung runter. Joa. Ist okay. So. Zink, ganz nett. Also Schlappohr ist wirklich sehr oft hier. Gibt es denn kein irgendwelches Pokémon, was ich mit Psycho-Attacken gleich ausnocken kann? Mopeko. Ja. So viele wollen, dass sie wissen, sein Akku. Es kommt jetzt mir sogar hier schon durchgerannt daher. Was ist Psycho? Oh ja. Sensek, du bekommst mir genau richtig. Ich glaube, ich muss wohl ausgehen auch noch ein bisschen. Werde ich dann alle ein bisschen trainieren. Aber eine Clip oder so habe ich immer noch nicht gefunden. Ich muss mich langsam sicher mal ein bisschen umschauen. Cool. Vielleicht hier rein? War ich denn schon mal? Tapferkeit. Ich glaube, hier war ich schon mal. Reißlaus. Ich glaube, ja, hier war ich schon. Das habe ich mit Dicta übersehen. 3? Tektas, Joa, Welser. Tentara. Oh, die Höhle sieht bei Nacht aber schon cool aus, muss ich ja sagen. Aber hier scheine ich jetzt nicht weit zu kommen, deswegen mache ich mich mal einmal kurz wieder auf die Socken in eine andere Richtung. Ist ja gut. Und jetzt sind hier plötzlich ganz viele Rubisats und ich habe mich hier abgesucht, ey. Mann. So, wo bin ich denn hier? Oi! Ja, herrlich! Wenn das weiblich ist, Jackpot, dann habe ich die Legen gerade gefunden. Bist du weiblich? Siehst ein bisschen weiblich aus, wie ich das so sagen darf. Bist du weiblich, oder? Are you a boy or are you a girl? You're a girl. Ein sehr weibliches Girl, aber gut. Okay. Ich wollte eigentlich die Legen gern haben, aber wenn Shadrago leider... Das jetzt mit Mandy ist, geht bis Chat. So, noch ein Diktar gefunden. Hier soll noch irgendwo eins sein. Ja, Verhöhner ist klar. Ist in Ordnung. Die ganze TP. Ich bin eh irgendwie kein Freund von den ganzen TP-Sachen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie sind die TPs nicht so meins tatsächlich. Aber noch kein weiteres Diktar. Muss da aber noch eins sein. Es kommt hier einfach kein Shadrago mehr? Ich habe hier eigentlich aufgehabt, hier kommt noch was. Nein. Muss ich denn hier hin? Vor allem fehlt noch ein Dick, das kann ja wirklich überall sein. Ah, stimmt, hier komme ich wieder beim Wasser raus. Boah, die Übersicht der Insel ist aber ganz schön. Also, einerseits finde ich die Insel echt cool, weil so soll, wäre für mich die Naturzone, wie ich sie mir gewünscht hätte. Andererseits ist die Übersicht aber auch echt, ey, da hast du ordentlich dich umzugucken. Ja, vor allem, weil ich jetzt wieder komplett am Anfang rausgekommen bin. Scharnierer. Ich glaube, bringt Scharnierer nicht eigentlich gute Erfahrungspunkte? War es nicht auf so wie mit Ohr doch? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Komme ich da auch irgendwo lang? Ich glaube, ich bin noch nie rechts lang gegangen. Muss mal gucken. War ich hier schon mal? Hier ist doch eigentlich voll die schöne Klippe. Aber nee, reicht wohl nicht. Muss was ganz Besonderes sein. Die eine spezielle Klippe. Ach, Mann. Na gut. Reich mir weiter.
Am besten wäre es ja da hinten lang. Da bin ich noch nicht lang gegangen. Huch. Mein Gott, manche Pokémon machen aber auch echt ganz schön Krach. Giftschleim, was ist das hier? Ah, Bisofang lasse ich mir gut sein. Die Dinger mag ich überhaupt nicht als Gegner haben. TM. Strauchler. Jo. Hartline kann ich gut brauchen. Was mir gerade einfällt. Sind die nicht fertig gegen Remixer? Hier und Skora? Dann würde ich mal sagen, mach mal Psychokinese. Ja, wunderbar. Kopfnuss? Nee. Lass mir gut sein, Kopfnuss musst du nicht machen. Ach. Die Insel bietet ja wirklich sehr viel. In dem Part, wie gesagt, schaue ich mich hier noch ein bisschen oben, sonst werde ich hier wirklich mal auch so ein bisschen trainieren. Ein Quapsel. Ach, jetzt habe ich schon Remixer. Nee. Hey Nino, du musst dir einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Möchtest du einen Augenblick vielleicht zusammen mit Dakuma genießen? Gerade noch nicht. Kilo, Quapo. Urmel, war glaube ich der Name. Und noch ein Dick da. Schaffe Mixer so ein Quapo? Will mal versuchen. So, Quapo. Hält sich für stark. Mal schauen, was du gegen einen kleinen. Warte mal. Mixer, was bist du eigentlich? Haha. Ja, das hat er schon gut reingezimmert. Und nochmal. Lass dich davon unterkriegen. Oh, come on. Ernsthaft? Ja, den Klaps kannst du sonst wohin checken. Ja, Remixer killt einfach mal das Killer-Quapo. Wunderbar. Gut, Quapo hat's erlegt. Moline, Sammy und Kai. Hausbruch? Was ist ein Hausbruch? Anwender zerbricht seine Schale und senkt seine Verteidigungsspezialfunktion, aber dafür steigt seine Angriffsinitiative stark. Es ist so bekloppt. Sie haben liebsten das mal versuchen, wird aber. Gut. Quapo hat sie erledigt gehabt. Ah, das ist ein Quappel, was da rumschwimmt. Ich dachte gerade schon, was ist das für ein Pokémon? Granitstein. Also man findet hier echt sau viele Ausrüstungssachen zu verstärken, das muss man ja wirklich sagen. Und wo komme ich jetzt hier raus? Keine Ahnung, war ich hier schon mal? Nee. Was sieht nach einem Turm aus? Ein Taurus? Carbon? Terrybug, so. Hier ist gar nichts. Mein Gott, die Insel ist echt verwinkelt und groß. Das muss man ja schon sagen. Fahrt der Prüfung. Wo bin ich jetzt gelandet? Granitstein. Also, die findet man irgendwie häufiger. Wulrock Nachtform. Ja, den nehme ich mit. Den nehme ich mit, Meister. Ja, du willst mit. Ich merke es doch. Sei wär's mal. Habe ich keinen Flopper mehr? Doch. Mein letzter Flopper ist für dich. Eigentlich ein Wolverock. Durchbruch? Ja, das kannst du erlernen, Simi.
Aber müssen wir nicht langsam mal eine bessere Verbindung aufgebaut haben? Aber Kai entwickelt sich dafür. Na, wenigstens das. Tür Talk. Sehr schön, Kai. So, es begräbt seinen Gegner mit seinem enormen Körpergewicht. Wenn es in eine aussichtslose Lage steckt, ziehst du den Panzer zurück. Lichtkanone. Warum nicht, Sack? Stahl. Aber Schutzschild weg. Hydropumpe wird zwar ein bisschen mehr Sinn ergeben als Lichtkanone, aber okay. Ich wechsle einfach zwischen meinen Chibis hin und her. So. Wie sieht's denn aus? Bist du gut? Initiative rauf, Stufe runter, kann man nicht super mitleben. Geil! Aber es hat immer noch nicht gereicht dafür. Mando. Aufmeist was Schwiebeligen rum. Aber die Aussicht ist doch ganz schön eigentlich. Also, wenn ihr mal schnell anschaut, müsst ihr auch den vielleicht mit Akuma genießen? Ja, möchte ich. Ah, sieht doch nicht schlecht aus. Zwar ein bisschen dunkel alles und schlechtes Wetter, aber trotzdem die Aussicht ist der Wahnsinn. Du hast das Gefühl, dich jetzt noch besser mit Akuma zu verstehen. Nur noch ein bisschen mehr und du kannst dem Meister Bericht erstatten. Zusammen mit deinem Pokémon sieht die Landschaft gleich viel strahlender aus. Ja. Na gut, meine Lieben. Ich glaube, ich werde hier auch mal ein bisschen trainieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.